Karsamstag, der Tag des Schweigens. Jesus ist tot und begraben, der Vorhang im Tempel zerrissen. Die, die Jesus liebten, sind verzweifelt, in sprachloser Verzweiflung. Alle Hoffnung, die sie hatten, ist zerstört. Die, die Jesus Treue versprochen hatten, denen dämmert, wie wenig man sich auf sie verlassen könnten. Und die, die laut Kreuzigen geschrien haben, denen dämmert es vielleicht, was sie da getan haben, warum sie den Massen hinterhergelaufen sind, warum sie sich haben instrumentalisieren lassen. Die Losung für unseren heutigen Tag steht im Jeremia-Buch. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Das Schweigen, das Nachdenken und die Bitte, wenn unsere Sünden uns verklagen. Am Anfang steht jetzt an diesem Tag die Einsicht. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Jesus ist nicht von Gott geschlagen, sondern er ist geschlagen, damit er an unserer Seite ist, damit er bei uns ist, damit er unsere Sünden, unsere Schuld auf sich nimmt. Hilf uns doch um deines Namens willen, Gott. Hilf uns, dass wir umkehren. Hilf uns, dass wir auf uns selbst in neuem Lichte sehen und dass wir dich neu erkennen. Manches Holz ist schon vermodert, manches Holz ist frisch geschlagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel sammeln sich in diesen Tagen Splitter der Erinnerung, Trauer, die wir in uns tragen. Mancher Zorn ist längst erloschen, mancher Zorn birgt neue Fragen. Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel lodern auf in diesen Tagen Funken der Erinnerung aus der Asche neue Klagen. Manches Wort schweigt in der Seele, manches Wort führt laute Klagen. Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel werden laut in diesen Tagen Fetzen der Erinnerung, Schrecken, die noch Wunden schlagen. Mancher Trost ist tief verborgen, mancher Trost will Hoffnung wagen. Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel leuchten auf in diesen Tagen Träume der Erinnerung, Gottes Worte, die uns tragen.